Ich bin heute mal wieder in Veltheim. Mal wieder. Nee, heute ist ziemlich windelig, zum Teil auch stürmisch. Und ich dachte mir, der Hund muss raus und fährst du mal nach Veltheim wieder und guckst mal, ob da irgendwas passiert ist. Passiert ist leider nichts. Also steht noch alles, ne? Ja, ich stelle mich jetzt unter die E41 und freue mich ein bisschen halt, ne? Dachte ich mir, ich mache nochmal ein kleines Video, weil ist ja immer wieder geil hier, muss ich sagen. Gerade wenn so viel Wind ist, ist das schön. Das ist sehr interessant. Eigentlich wollte ich runterfahren nach Malterhausen, Dana, zu der Vestas V112, mich da runterstellen. Aber ich habe mich jetzt doch entschlossen, hierher zu fahren. Mal wieder. Klar, es gibt schon zigtausend Videos von Veltheim. Die einen finden es langweilig, die anderen finden es toll. Ich finde es toll und ich meine, mir muss es erstmal in erster Linie Spaß machen, ne? Ich muss ja Bock drauf haben. Und da ich da Bock drauf habe, mache ich das auch. Jetzt gibt es auch wieder eine Neuigkeit. Ich habe jetzt einen Camper geschossen. Sprich, ich werde mein Auto abgeben und habe dann Vollzeit einen Camper quasi, ne? Einen Kastenwagen, den ich auch immer fahren werde, weil zwei Autos unterhalten kostet halt ein bisschen Kohle, ne? Und das muss ja nicht sein. Und so ein Kastenwagen oder Camper ist ja doch schon ziemlich mobil so. Man kann den Alltag auch gut fahren. Und ja, da werde ich dann schön bald lange Ausflüge machen können, weil ich im Auto schlafen kann, ne? Werden dann bestimmt bald in nächster Zukunft, ich denke mal ab nächstes Jahr jetzt dann vielleicht richtig los oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ich kann dann größere Touren machen, mal woanders hin und muss nicht mehr nach Hause fahren, sondern kann dann auch pennen da. Ja, ist das schon cool. Man ist halt freier dann auf jeden Fall. Dann kann ich mal Niederlande, was ich schon mal machen wollte. Nach Österreich, nach Norwegen, Dänemark, Schweden, ach, was alles Schönes gibt. Das kann ich dann alles machen. Aber halt immer der Reihe nach, ne? Nicht alles auf einmal, sondern immer schön langsam. Ich muss mir dann keine Ferienwohnung mehr suchen. Das ist dann schon mal cool. Da spart man schon mal Geld. Ja, so viel dazu. Ja, wie gesagt, Wetter ist heute, naja, sehr wechselhaft. Geregnet hat es vorhin ein bisschen. Wir haben jetzt 18 Grad und es ist sehr stürmisch heute. Sieht man ja auch am Windpark hier. Ja, was soll ich noch erzählen? Ich bin jetzt bei der 141er gleich. Ach ja, der Reh. Na, drei Stück. Hallo, bleibt mal schön stehen. Ja, das andere hat sich versteckt. Da ist es. Sieht man's? Ja, ich sehe dich. Jetzt. Bleib stehen, du Antilope. Da ist es. Ja, es guckt genau. Was machst du da? Was machst du da? Ach, herrlich. Da kann man mal sehen, dass die Tiere überhaupt nicht irgendwie erschreckt sind von den Windrädern, dass sie das überhaupt nicht stört halt. Die scheißen drauf. Für die ist das hier normal. Ja, die in Gardegast, die G-Anlagen, stehen alle still. Jo, bei uns die stehen auch still, die 10 Repower. Seit gestern, glaube ich. Seit gestern ist ja auch zu windig. So, da ist sie wieder, die Big Lady. Eine der letzten ihrer Art. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich da drunter stehen darf und staune halt, wie fett die ist. Ja, aber ich freue mich auf den Camper. Das ist Freiheit. Da kannst du wirklich mal weiter wegfahren und musst nicht gucken, wo du da pennen kannst und so. Musst halt nur den Sprit bezahlen, die Unterhaltskosten quasi, ne? Ja, es ist nicht wenig, aber für das Hobby ist es cool, man kann das gleich verbinden mit Urlaub. Man kommt mal raus, man ist weg. Das ist schon cool. Jetzt habe ich den Schlüssel im Auto liegen lassen. Ah, kurz die Fix. Nochmal zum Auto. Ja, ich werde nochmal Käffchen trinken. Kaffee habe ich mitgenommen. Ein bisschen mit dem Hund spielen. Ja. Bei der stand ich hier auch übrigens, wo es so dolle geschneit hatte, wo so viel Schnee lag. Ne? Gibt es ja auch Videos auf meinem Kanal. Ja, in letzter Zeit kam ich halt leider nicht so weg, weil ich wieder Rücken hatte. Ziemlich stark.
Es geht jetzt schon die dritte Woche so. Es ist jetzt schon besser geworden, aber ja, man merkt es halt noch, ne? Vielleicht ein zweiter Bandscheibenvorfall oder keine Ahnung, ist es halt doof. Ist halt blöde. Man darf nicht alt werden. Wer rastet, der rostet. Ah, da hatte ich mich, glaube ich, bestimmt verhoben mal letzte Mal. Seitdem habe ich die Schmerzen. Aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Aber ich wünsche es keinen. So. Da ist sie. Mensch, da kann ich auch Arnie oben besuchen aus Friesland. Und kann den Camper pennen und muss dann mir keine Unterkunft suchen. Ey, das ist ja richtig geil. Ich bin so unabhängig dann. Oh, herrlich. Dieses Bild ist so geil. Fantastisch. Ja gut, wenn jetzt die Büsche nicht so dolle bewachsen wären, würde man jetzt bis Malterhausen alles sehen noch, ne? Dem ist jetzt leider nicht so. So, hier sind die schönen 115er. Die allerersten ihrer Art. Die, wo sie damals rauskamen, 2015 oder sowas, waren das die ersten E115, drei Stück, die hierher kamen. Also die kommerziell quasi genutzt wurden. Und hier standen ja in dieser Reihe, habe ich glaube auch schon mal erzählt, 5 Enercon E40, hier wo die beiden 115er stehen, standen die schön in einer Reihe, das waren die ersten hier mit den Feldheim. Und die sind ja leider auch schon alle weg, seit auch 2015 oder so war es. Videos gibt es auf meinem Kanal, die Rehe rennen ja immer noch rum, da vorne. Siehst du, die hauen nicht mehr ab. Da, steht's da. Guck's dir an. Chillig. Lalalalala. Schön, oder? Ach, guck mal, jetzt guckt sie her. Tja, da ist die BWU. Sie dreht sich wunderbar. Der Exot hier im Windpark Veltheim. Ja, ich mag die Dinger. Die erinnern mich immer an die Küste, an Husum. Ich liebe es. Tja. Ich kann sie noch mal so zeigen, von vorne hier. Ach geil. Herrlich. Ja, soll es eigentlich schon mal gewesen sein hier vom Windpark Veltheim. Ist halt ein kurzer Ausflug mal hierher. So, ich bin jetzt hier in Malterhausen. Dana, das war es jetzt doch noch nicht von Veltheim. Ich musste noch mal hierher fahren. Ich stehe jetzt unter einer Vestas 512 mit 94 Metern Armhöhe und 3075 kW hat die. Also so ist es registriert bei den NIS. Standorthöhe 98 Meter über Meeresspiegel. Wie gesagt, 94 Meter Armhöhe. Steht jetzt in der Nähe von Lindo. Ja, da sieht man jetzt nicht so viel von den anderen Windrädern. Da hinten sind die E66. Hier sieht man die anderen 112er auf verschiedenen Namenhöhen. Da hinten ist dann die V90 noch, da in die Richtung. Da kommt nochmal die 112er, die E40 sind da. Da drüben ist altes Lager mit den Enercon E82, E115 und E101, die noch dazu kamen. Ja, die stehen da mitten im Wald, alle die Anlagen, kommen dann auch schlecht ran. Weil das auch von der Bundeswehr Truppenübungsplatz halt was abgesperrt ist. Also man kommt schlecht ran da. Ja. So, kleine knuffige. So was sieht man schön in Nordfriesland, ne? Mit ihren Namenhöhen. Unter 100 Meter. Hallo Schätzelein. Ja. Die gehört mittlerweile auch schon zum alten Eisen. Wahnsinn eigentlich.
Und hier ist ein B. Ja, der Wind hat auch nachgelassen. So wenig ist es nicht mehr. Ja, ist halt alles versteckt jetzt hier im Windpark. Ne? Sieht man jetzt leider nicht. Ganz da vorne ist dann Veltheim. Wie gesagt, hier kommen noch die alten E66 mit 85 Meter Nahmenhöhe wie in Veltheim. Die Vierer, die da stehen vorne. Oh, jetzt macht sie nochmal Umdrehung hier. Jetzt läuft sie mal hoch. Geil. Ach, herrlich, wie die Flügel sich biegen, wa? Voll geil. Oh, geil. Geil, geil, geil. Wie so Krakenarme, ne? Ja, weil da steht eine still, ne? Da hinten ist die 100, den Quatsch, die 94. Da ist sie. Davor dann die 112 und dann kommen irgendwo versteckt die beiden V126. So, da hinten ist noch eine E40, die auch immer seltener werden. Das ist, glaube ich, in Kaltenborn steht die. Ja. Ja, der Wind nimmt ja zu hier, du. Herrlich. Oh, geil, 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 geil. Machen sie richtig hier, die Flügel. Ich finde das so geil. Die schlagen richtig so, ne? Herrlich. Bei den 126er siehst du es noch krasser mit den Flügeln, wie die sich biegen. Na, man sieht sie jetzt hier leider nicht durch. Aber nochmal frontal, ne? Geil. Heftig. Boah. Fett. Richtig. So, ich habe ihn mal durch den Busch geschlagen hier. Da siehst du nochmal. So, jetzt seht ihr noch die anderen Anlagen hier in Malterhausen. Dana, Lindo, Dana, Lindo. Da ist noch die andere 112er. Dann die ganzen E40. Jetzt habe ich es entdeckt, Mensch, die steht genau davor noch. Links die 126er und da ist noch rechts die andere. Mann, Mann, Mann. Ah, manchmal siehst du echt den Wald vor Bäumen nicht. Schlimm. Ja, bin ich mal von dieser Seite. Hier stand ich auch noch nicht. Schon cool. Und da ganz hinten siehst du dann Veltheim. Herrlich. Habt ihr mal den Windpark aus dieser Perspektive gesehen, ne? Ja. Ja. Machen wir ein kurzes Update zu diesem Windpark hier. Dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.